Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus Bukus euch zu einer weiteren Spielevorstellung und heute habe ich der Schwarze Tod. Und zwar The Black Death. Ist ein Early Access Spiel, ja, bekannt. Viele mögen das nicht, aber es ist ein Early Access Spiel, was am 19.04. für alle ja, erhältlich ist auf Steam und kostet auch nicht so viel, glaube 17-18 € in der ersten Version. Und ja, um was geht es in diesem Spiel? Natürlich ist es ein Survival-Spiel, man kann vielleicht sagen DayZ, das soll aber jetzt nicht heißen, DayZ ist das hier. Nein, wir haben natürlich keine Waffen, wir spielen natürlich im Mittelalter und der Schwarze Tod ist auf jeden Fall ein Thema. Wir sollten ihnen auf jeden Fall nicht begegnen, sonst sind wir nämlich tot. Aber ich hoffe, dass es nicht so wie DayZ ist, dass dieses Spiel unendlich lange in einer Early Access Phase ist. Und ja, was kann ich bis dato machen? Ich habe natürlich ein Inventar. Und man kann sich auch ja, entscheiden zwischen ja, ein paar Fraktionen, sage ich jetzt einfach mal so. Ich bin Militär oder Handwerker kann man machen. Und ich habe schon ein bisschen was gefunden. Hier irgendwelche Pilze, bringt mich aber irgendwie auch nicht weiter. Und craften kann man. Zum Anfang kann man natürlich nur diverse Sachen craften wie Futter und vielleicht mal irgendwo eine Holzwaffe. Da müssten wir aber ein bisschen arbeiten dafür. Und ja, das Schöne ist, man kann es auch in der Ego-Perspektive spielen. Aber ich sage mal, beim Kampf vielleicht ganz interessant, aber wenn man, der guckt immer so nach unten, den geht es wahrscheinlich nicht gut. 27%, er kriegt langsam Hunger, deswegen fühlt er sich wahrscheinlich auch nicht so gut. Und ja, was soll man da sagen? Es gibt auch ein Skillsystem. Ich schau mal, irgendwo hatte ich das gesehen. Ist, wie gesagt, alles noch in einer sehr, sehr frühen Phase. Und wenn ich diverse Sachen mache, dann kann ich auch hier skillen. Ihr seht schon, ich bin noch nicht so weit. Und bis jetzt alles noch auf Englisch. Ihr wisst, ja, Early Access Spiele, das ist alles, naja, noch nicht so. Oder bei den, der spielt ein Lied. Bei den meisten kommt es ja gar nicht mehr so gut an. Ich bin hier irgendwie auf einer Burg. Und jemand hustet, den geht es wahrscheinlich auch nicht gut. Und ja, es ist in einer Version 0.01. Das bedeutet, die Entwickler haben sich bewusst dafür entschieden, eine ganz, ganz frühe Phase hier ins Spiel zu bringen oder zu zeigen, um die Leute vielleicht ein bisschen zu hypen. Aber ich denke mal, wenn das so früh ist und noch nicht so viel an Möglichkeiten bietet, solch ein Spiel, dass dann der Hype sehr, sehr schnell verfliegt. Und die Leute dann vielleicht keinen Bock haben, das weiterzuspielen. Das merkt man ja wie bei DayZ. Ich hoffe, das wird hier auch nicht der gleiche Fall sein, obwohl das Spielprinzip ja, ja interessant ist. Craften kann man schon. Man kann auch ja, ein paar Handelssachen hier schon ja, probieren. Und ich denke mal, warum man das so früh in einer Version zeigt oder ja, anbietet, um einfach, ja, gegenüber den Leuten zu sagen, hey, pass auf, das ist alles noch Early Access. Ja, es ist halt, entweder man mag es oder mag es nicht und ich kann hier nichts machen weiter. Ihr hört auch wahrscheinlich im Hintergrund die ganze Zeit irgendwelches Geknacke. Ich weiß auch nicht. Und hier finden wir ein paar Bären. Aber warum will er die nicht aufnehmen? Willst du keine Bären essen? Ja, Emojis gibt's auch, aber will er momentan nicht machen, weil er halt schlechte Laune hat. Keine Ahnung. Und die Bären will er auch nicht essen. Der ist da irgendwo ein bisschen. Wir gehen mal in die Ego-Perspektive. Das soll auch nur eine kurze Vorstellung sein von diesem Spiel. Ihr könnt gerne... Vielleicht muss ich das erst craften. Guckt euch das mal an. Vom Weiten, sage ich mal, mag es vielleicht alles noch gehen. Und dieses Szenario, viele wollen, das Wasser geht aber, viele wollen natürlich irgendwie bei solchen Spielen immer große Monster haben. Ist hier nicht der Fall. Ist wie bei Kingdom Come Deliverance doch so mehr in den, ja, Mittelalter gelehnt. Und ja, die einzigsten richtig, ja, Zombies, so wie ich es gehört habe, werden dann wahrscheinlich die Pestkranken sein, die wir dann, ja, wegeliminieren können. So, wir gehen einfach mal raus aus dieser Stadt, die mir weiter nichts bringt zum Anfang.
Ich hätte aber eine Idee, wenn ich Zeit habe und ihr natürlich Lust, könnte ich das natürlich streamen. Hier bei Steam. Was könnte ich hier? Ich könnte wahrscheinlich hier ein Feuer machen oder ich kann hier das Holz nehmen. Aber der will das Holz nicht nehmen. Nee, der will das Holz hier nicht nehmen. Ich habe wahrscheinlich das nicht gecraftet, Holz zu nehmen. Das dürfen nur die Holzköpfe. So, jetzt mal schauen, ob wir hier irgendwo rauskommen. Nein, dann könnten wir nämlich das gemeinsam hier spielen und ihr sagt dann: Hey Maximus, du kleines Osterei, du musst aber ganz woanders hingehen. Und hier sieht man auch jetzt schon die Limitierung der Nebel des Todes. Ja, das sind Grafiken, die möchte man eigentlich so nicht sehen. Auch hier das Gras sieht doch sehr. Naja. Ich hoffe, dass, wenn es wirklich final ist, nicht so aussehen wird oder so bleibt. Ich muss auch sagen, wer sich für das Spiel entscheidet, der zum Anfang. Ich habe echt lange gebraucht, um überhaupt auf die oder überhaupt auf den Server zu gehen. Es sind einige Server schon am Start, ich glaube 10, 15, vielleicht auch maximal 20. Und war auch immer gut besucht. Der Ping war auch super. Aber auf den Server erstmal raufkommen, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Wir gehen jetzt einfach hier in dieses kleine Dörfchen und schauen mal, wie sich das alles hier so verhält. Ja, wie in so einem normalen Survivor-Spiel werden wir wahrscheinlich dann auch jagen, weil es gibt ja 10 verschiedene Richtungen, wo ich mich entwickeln kann. Ja, ob man halt ein Jäger ist oder hier war ich zum Beispiel nicht oder noch nie. Oder halt irgendwelche anderen Sachen. Und man sieht es auch, wenn man hier in die Häuser reinlunscht. Es ist noch nichts hier verbaut an irgendwelchen Gegenständen. Ich hoffe, dass die auch nicht so wie die Häuser, weil die sehen doch sehr, sehr gleich aus, dass da halt auch ein anderer Wiedererkennungswert ist. Wenn man hier reingeht, hier eine kleine Scheune zum Hinlegen. Ich denke eher, dass es was zum Streamen ist und hier sehen wir was. Was können wir hier irgendwas nehmen? Weizen ist das wahrscheinlich hier. Aber ich kann das irgendwie nicht nehmen. Kann es sein, dass das noch irgendwo. Oh, warte mal. Hier zeigt er mir noch irgendwas an. Wieso kann ich das nicht nehmen? Hier ist ein Sack. Das will er nicht nehmen. Keine Ahnung. Irgendwie hat er auch nicht so die Muße, hier irgendwas zu machen. Inventar? Muss ich das vielleicht irgendwie reinschieben? Ich denke mal nicht. Ich kann mir ja den Sack nicht irgendwo. Aha. Nee, das bringt alles keine Punkte. Keine Ahnung, vielleicht stelle ich mich zu dämlich an oder ich habe es einfach nicht gesehen. Hier liegt auf jeden Fall was. Wir haben was gefunden. Ich bin ja so glücklich, dass ich nicht mitnehmen muss, weil sonst würde ich wahrscheinlich langsamer werden. Keine Schweine hier am Stall, also verlassen wir das einfach mal. Und hier sind ein paar Steckzwiebeln. Nee, da muss ich irgendwann mal den Hochsprungsimulator spielen. Um hier auf jeden Fall über den Zaun zu springen. Und hier ist noch ein bisschen Mais. Und umso schneller man da hingeht, umso reifer wird er. Dann poppt da hier ein bisschen was auf. Zack. Der ist reif. Der ist reif. Und der hier hinten ist auch reif. Okay. Die große Maisernte haben wir jetzt auch absolviert. Wir gucken mal, was die Steckzwiebeln machen. Oder Mohrrüben. Brauche ich da vielleicht irgendwie ein Werkzeug? Zum Beispiel einen Spaten? Nee. Normalerweise dürfte ich doch mit dem Spaten irgendwie nur. Ich kann mich. Muss ich. Das ist eine Zwiebel. Das ist eine Möhre. Karotte. Das ist hier irgend so ein anderes Rotzteil. Ich bin ja kein Bauer. Also kenne ich mich nicht. Da überhaupt nicht aus. Gut, alles klar. Wir gehen jetzt da oben nochmal in den Wald, weil ja, bei den
bekannten Spiel Kingdom Come Deliverance. Da werde ich auf jeden Fall zeigen, wenn es denn richtige Missionen sind, nicht diese Anfangsmenü und natürlich auf Deutsch und das vertont, weil das bringt auf jeden Fall ein bisschen mehr Stimmung und das würde ich dann mit euch dann einfach so ein bisschen streamen, weil alles andere würde für mich jetzt keinen Sinn machen, weil gerade Dialoge, auch für diejenigen, die nur ein bisschen Englisch können, ich kann gar keins, weil ich war in der Schule Kreide holen, wenn es darum ging, Englisch irgendwie was zu machen. Nee, aber ganz ehrlich, kann ich hier irgendwie gegenhauen? Wo ist denn eigentlich jetzt mein Charakter? So, nee. So, kann ich jetzt irgendwas machen hier? Kann ich hier einfach, weil bei manchen Spielen kann man ja dann irgendwie so gegen den Baum hauen. Das will er nicht. Und ja, das ist schon ein Unterschied. Kingdom Come Deliverance, dann sieht ja der Wald aus wie ein richtiger Wald. Braucht natürlich richtig viel Performance. Ich hoffe, in der Phase wird dann auch schon die neue Grafikkarte am Start sein. Ich warte ja, es wurde ja schon ein bisschen geleakt, dass die GTX 1080 dann kommt. Und die werde ich mir dann natürlich dann holen. Ich habe bis jetzt immer noch die 87 hier am Start. Und bei Kingdom Come Deliverance braucht man definitiv ein richtiges High-End-Ding. Und hier seht ihr auch mal, wie es unterm Stein aussieht. Und kriegen wir Fallschaden? Ne, momentan haben wir noch keinen Fallschaden, aber das fällt auch gar nicht so auf. Wir können hier gemütlich auch mal gegen Baum springen. Das bringt auch keinen Schaden. Na hier. Aber scheint doch ziemlich groß zu sein. So auf die ersten paar Minuten. Und da oben ist die fette Burg. Oh je. Ich krieg langsam Angst. Und hier bei der Hexe Babaya werden wir auch das Video beenden. Und ja, auf jeden Fall möchte ich mal wissen, was ihr von diesem Spiel haltet. So in der ersten Phase die Idee, okay, kennt man irgendwie schon, Mittelalter noch nicht. Und wenn ich jetzt so stehen bleibe, habe ich die Hörner auf dem Kopf. Und ja, das war es mit der ersten kurzen Vorstellung mit dem schwarzen Tod. Und mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.